Ist eigentlich so dunkel. Hallo? Kann bitte einer von der Technik kommen? Dankeschön. Also bitte geht's weiter. Na, was sicher nicht. Bitte geht's ruhig vor. Das geht leider nicht wegen seiner Knie. Aha. Ja, dann müssen wir warten. Bitte, geht's ruhig weiter. Also, es ist ja eigentlich immer dasselbe mit diesen Rollklappen. Ich hab dir gesagt, wir hätten die Stiege nehmen sollen. Ja, aber meine Knie... Ich weiß eh. Lesen Sie die eigentlich noch? Momentan nicht. Dürftig. Links ein, rechts vorbei. Na, Sie haben ja recht. Lass es mich bitte durch. Sieh dir den. Na, immer auf! Ach so. Wollen Sie wieder auf den Techniker warten? Das geht nicht. Ja, warum denn? Entschuldigung, haben Sie schon mal versucht, eine stehende Rolltreppe raufzugehen? Das ist ein schieres Gefühl. Ja, mir ist schon ganz schlecht. Hast du vielleicht ein Wasser für mich? Bedauere du, Manfred. Meine Knie. Entschuldige. Danke. Nein, das geht aber nicht. Das ist die Rolltreppe nach oben. Ich denke, dass das im Moment äußerst irrelevant ist. Herr Gruber. Servus. Staut es nicht da unten schon? Es staut? Geht's hier nicht weiter? Momentan leider außer Betrieb. Haben Sie eine Zigarette für mich? Na, aber ganz sicher nicht. Brauchen Sie hier vorbei. Na, und wie lange dauert das hier noch? Also, ich habe noch keinen Techniker gesehen. Dann wird's aber schnell langweilig. Da haben Sie eine Zeitung. Das ist aber eigentlich meine... Nicht aufregen, sonst springt ihr wieder die Kniescheibe raus. Aber okay, es wird eh nichts drinstehen, was nicht schon gestern drin gestanden ist. Oder es steht noch was drin, was morgen keine Relevanz mehr hat. Also jedenfalls soll man wissen, was drinsteht, aber es müllt uns eigentlich eh nur mit Belanglosigkeiten zu. Ach, so einer sind sie. So einer sind sie. Vergiss es. Du, ich komme zu spät. Ja, ich stecke auf der Rolltreppe fest. Was heißt, ich hätte die Stunden nehmen sollen? Na eben, bis später. Bitte gib den Bären Bescheid. Also, so allmählich bekomme ich einen Hungermann. Nee, gleich zu Hause, nur ein paar Stufen noch. Soll ich nochmal runter zum Bäcker? Nein, danke. Aber Sie dürfen rauchen, oder was? Na, ich sitze ja auch hier oben, oder? Da zieht der Dampf nicht so auf. Ja.
So, jetzt bin ich auch da rum, kann ich jetzt auch mehr rauchen. Bitte. Lassen Sie mich auch durch. Feuerzeug. So, meine Herren, jetzt reicht's. Wo ist denn Ihre Technik? Aua! Manfred! Jetzt schauen Sie sich noch das Herrengeld an. Entschuldigung. Können Sie jetzt bitte die Pfeife weggeben und weghelfen? Ja. Daheim, Professor Raucher. Okay, ja, bis es Klick macht. Was ist passiert? Nichts, es war nur ein Ende. Achso. Da setzen Sie sich. Das geht leider nicht. Wegen dem Knie. Achso. Also soll ich nochmal runter zum Bäcker vielleicht ein Eis holen? Na, danke, es passt schon. Danke. Na, es ist wirklich blöd. Müsste heute dringend nach oben. Da unten ist ein Klo. So habe ich das nicht gemeint, Herr. Robert. Herr. Spielvogel. Frau. Spielvogel. Frau? Das geht Sie überhaupt nichts an. Ich müsste jedenfalls dringend nach oben. Das müssen wir alle noch. Dann müssen Sie leicht aufs Klo. Ja. Die Damen. Die Herren. Herr Nummer zwei. Wo ist denn Herr Gruber hin? Der muss noch was erledigen. Ach so. Na dann, auf Wiederschauen. Es war nicht so. Gut, ich vergnügen. Na so etwas. Das ist Paris. Ich dachte, wir wären in Wien. Naja, ich habe sowieso meinen Koffer vergessen. Bitte, lassen Sie mich durch. Gehört. Der ist da unten gestanden vor der Tür mit fünf Gestalten drumherum. Das blaue Licht war irgendwie komisch. Naja, Chunky ist da. So, jetzt aber. Die Damen, die Herren, Herr Gruber. Soll ich noch mal runter zum Bäcker? Ja, wenn es so liegt, dann mir einen Kittel bringen. Gern. Gern. Geh. Was suchen Sie da? Nix. In meine Zeitung. Das ist aber eigentlich nicht meine Zeitung. Aufregend, sonst springt dir wieder die Kniescheibe ab. Ich voll haben leider aus, aber haben sowas gehabt, voller Riss. Dankeschön. Jetzt geben Sie bitte dem Herrn Gruber seine Zeitung. Das ist aber eigentlich meine Zeitung. Ich kann ja noch mal runter zum Bäcker, dem Sie bitte Zeit. Nicht! Also ich hole jetzt noch eine Birne.
Der Herr Martinelli. Schon ein netter Kerl. Ja, schon. Dein Knie. Ja. Sie sitzen schon wieder links, Herr Gruber. Ich denke, dass das momentan äußerst irrelevant ist, Herr Spielvogel. Ja, meinetwegen. Der Herr Nummer 2 will eh nicht mehr durch. Ich denke, dass es im Moment äußerst irrelevant ist, Herr Gruber. Du sollst es knackig und frisch. Ja, meinetwegen, der Herr Nummer 2 will das eh nicht mehr essen. So was. Frau Ritter, ist das richtig? Das habe ich nie gesagt. Oh. Würden Sie sich bitte zwischen uns stellen, das Hemd der Akustik. Es ist sowas. Das ist eigentlich alles, was Sie zu meiner Zeitung zu sagen haben. Das ist doch mal alles, was mir Ihre Zeitung zu sagen hat. Ah, so einer sind Sie. Es ist doch mal ein Fakt. Diese Zeitung kämpft mit ihren Worten doch gegen ihren Wert. Gegenwert. Gegenwärtiges wird aufgebauscht, das wirklich Wichtige. Verfehlt die Schwanz! Jetzt fertig! Ich kann von die Fördergelder! Okay, bitte, Wert, Gegenwert, Gegenwart, das ist doch alles hier, wie gesagt, alles. Guck mal, wie kann man das? Ah, ein Knie! Geht's jetzt weiter? Danke! Danke, das haben Sie ja wunderbar gemacht! Was schreien Sie mich denn jetzt so an? Sie haben wohl auch einen Hunger! Soll ich nochmal runter zum Bäcker? Nein, danke! Ich habe keinen Hunger, meine Knie! Ja, Mann, beruhig dich! Wir sind abgesagt, wir müssen eine Stufe hoch! Na so etwas! Sie sind ja immer noch hier! Ich müsste bitte durch! Wir müssen eine Stufe hoch! Verzeihung! Jetzt schon. Hammerstar. Also, man sagt ja, man sieht sich im Leben immer zweimal. Ja, oder dreimal. Wieso geht denn der Vogel immer auf der falschen Rollzeit runter? Der Trick funktioniert doch noch. So, Margarete, jetzt habe ich auch einen Hunger. Ja, wir sind eh gleich zu Hause. Soll ich doch mal runter zum Bäcker? Na, danke, ich gehe schon. Du gehst nicht. Ich gehe schon. Ich habe sowieso einen Hunger. Ich komme mit und ich bin einer. Herr Martinelli ist bestimmt ein Motorradfahrer. Hey, wie kommst du denn jetzt darauf? Der war doch auch in der U-Bahn. Nicht einmal einen Helm. Ja, was sieht man doch? Ja, mein Bauch. Ah, mein Knie. Ja, beruhig dich. Wir sind eh gleich zu Hause und da legst dich dann erstmal hin. Geben Sie mir mal bitte die Zeitung wieder. Il est bien pour ma paix, il est mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien.
CPG, Parage, oublié, je me fous du passé, avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes blessures, je n'ai plus besoin de balayer les amours, avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je répare un cerveau. Das ist sowas. So, ich hoffe, das passt so. Sie schulden mir jetzt schon ungefähr 5 Euro. Danke. Ja, bitte, passt schon. Haben Sie vielleicht was vom Techniker gesehen? Nein, aber wir waren ja auch die ganze Zeit beim Bäcker. Bitte nicht hier! In Extremsituationen wie diesen ist es durchaus üblich, dass eine starke Bindung zwischen den Beteiligten entsteht. Warum hältst du nicht doch meine Hand? Bitte verschonen Sie mich! Geh schauen, dass Sie weiterkommen. Sie sind ja schon eine Stufe nach oben geschritten. Warum gehen Sie nicht weiter rauf? Na sicher nicht, ist ja schließlich eine Rolltreppe hier. Ist Ihnen das noch nie schlecht geworden? Der geht sowieso immer die falsche Seite runter. Sie sind aber gescheit. Danke. Naja, auf Wiederschauen, die Herrschaften. Auf Wiederschauen, Herr Nummer 2. Was schaust du mich jetzt so an? Na, willst vielleicht mit ihm auch Hand halten? Mach dich doch nicht lächerlich. So, das reicht. Ich gehe jetzt. Mach's doch nicht. Was? Herr Martinelli, bitte. Soll ich runter zum Bäcker fragen? Er spielt Poppen, kommen Sie zu mir, bitte. Der hört Sie nicht. Wart, ich mach das. Ich bin ein Spazierstock. Zu ihrer reizenden Gastin, Herr Spielvogel. Es dunkelt, der Tag neigt sich dem Ende zu, die Sonne nähert sich dem Horizont, aber diese Treppe steht, die Treppe steht. Das
geht aber nicht. Das ist die Rolltreppe nach oben. Es wird dunkel. Ich denke, dass das im Moment äußerst irrelevant ist. Herr Gruber! Ah, nicht Sie auch noch hier von oben. Gleich drei! Was ist denn mit Ihnen? Sieht man ja, setzen Sie sich. Manfred, gib mir bitte deine Jacke. Eine Jacke? Die Holzfäller. Nein! Das ist aber wirklich genug, Manfred. Wir sind in Paris. Der Herr Nummer 2 hatte recht. Das ist Paris. Ist jetzt aber auch stark erwischt. Woher kennen Sie denn überhaupt den Herrn Nummer 2? Das ist doch der aus dem Lotto. Der mit den 7 goldenen Kugeln. Ja, genau der bin ich. Bitte schön, Ihr Wasser. Wo ist jetzt der Herr Martinelli? Hier bin ich. Das war komisch. Dann Manfred, lass uns das sein. Darf ich noch ein bisschen bei Ihnen bleiben, bis die Situation sich wieder normalisiert hat? Bitte, wenn es nicht anders geht, setzen Sie sich doch. Danke, geht schon. Obwohl es Beispiele für angewandte Kunst und Architektur, die man durchaus als Jugendstil bezeichnen könnte, gibt, war dieser überschwängliche ornamentale Stil hier nicht erfolgreich. Stattdessen tauchte eine lokale Variante auf, die Jugendstilelemente enthielt, aber strenger und geordneter war. So sind die Werke berühmter Designer und Architekten jener Zeit dezenter, strukturierter und traditioneller als die meisten ihrer Zeitgenossen. Bravo! Bravo! Sie vergessen allerdings, dass wir uns hier nicht in Amsterdam befinden, sondern in Paris. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, gute Nacht! Wie lange war ich weg? Ein paar Minuten war es schon. Ich habe doch wohl auch niemanden beleidigt. Wie kommst du denn jetzt auf? Na, die Frau Rieder, die sitzt so traurig in der Ecke. Falls man hier von einer Ecke sprechen kann. Ich glaube es. Wieder. Darf ich? Vielleicht sollten wir es alle schlafen. Haben Sie mittlerweile auch schon einen Hunger? Soll ich nochmal runter zum Bäcker? Setzen Sie sich, ist alles gut. Das sind ja ganz zarte Töne, die Sie da anschlagen. Bitte, ich bin einfach nur mit. Manfred,
Setz dich. Ja, aber meine Knie. Dem will ich heute nichts mehr hören. Ich dachte, wir kommen nach Hause. Dem Anschein nach sind das ja über 1000 Kilometer Luft. Glauben Sie ja wohl selber nicht. Gerade nicht. Weißt du, wo wir sind? Naja. Wir sind auf einer Rolltreppe, einer kalten. Ach, du hast es nicht gesehen. Warum bist du denn zurückgekommen? Ich wollte zur Arbeit. Und als ich oben angekommen bin, habe ich mich nicht mehr zurechtgefunden. Alle haben Französisch gesprochen. Und ich dachte, ich verliere den Verstand. Also nicht wegen mir? Bist du blöd? Ich öffne mich dir hier! Und du? Du denkst nur an dich! Wow! Der Rat ist ja staubtrocken. Ich habe kein Interesse. Das ist aus unserer Obstgabe. Waren Sie auch unten beim Bäcker? Nein. Ich trage immer eine Orange mit dem Romantiker. Bitte fahren Sie fort, ich wollte nicht unterbrechen. Ich glaube, ich sollte lieber etwas schlafen. Ich passe auf dich auf. Ich glaube nicht, dass so viel passieren kann auf der Rolle. Ja, für heute genug. Aber wenn Sie meinen. Hier, kreuzen Sie an.
Sie einen Kugelschreiber für mich? Tragen Sie denn keinen bei sich? Sie sind doch Ingenieur. Ja, also momentan nicht. Aber ich bin ja auch schon in Pension. Ach, so einer sind Sie. Hier, bitteschön. Fertig? Gut, gut, gut. Also da, viel Glück bei der Ziehung, Herr Gruber. Und nicht vergessen, die siebte kommt von mir. Keine Sorge. Also, mir geht da eine Leuchte auf. Die Welt scheint eine unfruchtbare, weite Wüste zu sein. Es sei denn, es ist ein Geschäft zu machen. Staubig ist das Land, welches mich gebar. Staubig sind die Senken, in die ich steige und in denen ich mich verstecke. Ein erfolgreiches Herz muss aus Beton sein. Herr Gruber, sind Sie aus Beton? Bitte fang es mal nicht um mein Herz, sonst ist es bestimmt schon verkeilt. Ja, wissen Sie so etwas denn nicht? Gehen Sie nicht zu Ärzten? Die Vorzimmer eines Arztes sind eine staubige Wüste mit einer Karawane, die zur Wasserstelle einer geistigen Erlösung pilgert. Die ihnen sagen kann, was ihnen fehlt. Dabei haben die Probleme doch im Kopf und nicht im Herzen. Was ist der Beton? Also, wenn ich Sie so beobachte, dann sind Sie mir ganz nah. Vielleicht ist diese Rolltreppe ja auch einbetoniert worden. Diese Maschine, sie rollt und grollt nicht mehr. Sie schiebt nicht mehr an und hinauf. Sie ächzt nicht mehr unter der Last dieser zivilisierten Schuhe. So gesehen ist es doch schön, dass ein Teil dieses Molochs gestoppt worden ist, damit auch Sie einfach einmal runtergehen können. Ich bin mir sicher, Sie gehen die Rolltreppe nach oben hinunter, selbst wenn sie funktioniert. Ich denke, Sie verstehen mich doch nicht. Denn ich werde jetzt hinaufgehen. Gute Nacht. Könntest du dich bitte für mich oben wegwerfen? Guten Morgen! Der Tag bricht an! Die Sonne bricht ihre Strahlen über der Stadt! Es endet! Es eilt! Es stürzen voran die Flüsse der Arbeit! Also bei mir stürzt nichts mehr. Haben die Herrschaften vielleicht die Zeitung von heute? Na, nur die von gestern. Aber da werden Sie sich wundern. Das ist aber eigentlich meine... Das ist für die nichts Neues, Ding. Ah, so einer sind Sie. Warum sagt denn das jeder? Staut schon wieder? Aber nein. Also wenn Sie keine Zeitung für mich haben... Soll ich nochmal runter zum Bäcker? Der hat sicher auch Zeitungen, oder?
Sollte jemand frühstücken? Bitte noch nicht. Ich hatte einen komischen Traum. Würden Sie mich jetzt bitte durchlassen? Aber natürlich. So, das sind Sie. So. Ein schöner Anblick gewesen sein. Also, Sie sind mir wirklich ein Speichlecker. Herr Montagnier, schlimmer als mein Neffe. Bitte, ich bin ein solcher, wie ein anderer bewerben will, ja? Eben, immer raufrennen, runterrennen. Also jetzt sind Sie überheblich. Also, mir gefällt das. Die Möglichkeit besteht. Ich bin der Mann mit dem Aktenkoffer, der hier wieder durch müsste. An eben diesem schönen Morgen. Na schade, langsam wird's Zeit. Nur Geduld. Nein, ich habe keine Geduld mehr. Ja, ohne Kaffee am Morgen ist es wirklich schwer. Nein, ich hätte jetzt wirklich gerne Spaghetti oder Marienknödel zu Hause. Aber ich muss hier rumstehen und mir noch einen zweiten Tag Ihrer ins Nichts führenden Fragen und Erzähleien anhören. Vor allem von Ihnen, Herr Grub. Aua! Die Manfred! Es ist wirklich eine Schande. Es ist so. Wirklich eine Schande, dass man mit dem Herrn erst intellektuelle Gespräche haben kann, wenn ihm die Kniescheibe herausspringt. Staubig ist das Land, welches mich gebar. Sehen Sie? Er hat's verstanden. Habe ich mich so sehr in Ihnen getäuscht? Ich muss jetzt weiter. Man wartet auf mich. Wohl. Unverhohlen. Heel. In Faden, Fragen, Landstraße. Es seucht zu Ihrem Mann das Knie. Noch nicht, irgendwas ist anders. Manfred! So lamentiert er doch wenigstens nicht über Spaghetti. Das ist eigentlich etwas, was ich für Sie tun kann. Na, Sie gebären sicher komisch, die Frau. Es tut mir leid, falls ich Ihnen zu nahe bin. Ich war seit gestern, als Sie sich an uns vorbeigerempelt haben. Jetzt schimpfen Sie so über meinen Gatten. Er gebärdet sich hier nur deswegen so, weil er Ihnen begehrt. Also, Sie wollen mit mir mal doch nicht mehr. Also, ich habe einmal eine Ehe aus nächster Nähe erlebt. Das ist schön. Das ist schön. Das ist doch schlimm. Ihr Mann steht links. Wie soll ich das sonst tun? Staubig ist das Land, welches mich gebar. Staubig sind die Senken, in die ich steige und in denen ich mich verstecke. Ah, hier sind Sie. Ah, sind Sie der Techniker? Die Möglichkeit besteht? Nein. Ich bin der Postbote. Ein Postner? Hier? Ja, ist denn das so verwunderlich? Zu Hause sind Sie ja schließlich nicht. Ah, das muss mein Gehaltszettel sein. Ich meine, ich bin ja nicht krank gemeldet. Also,
Das ist ja kein Urlaub. Also, wir sind ja auf einer Rolltreppe. Was mache ich denn jetzt? Okay, aber es ist doch noch überhaupt nicht gesagt, dass du deine Gehaltsziffer bekommen hast. Ich weiß nicht, welche Post sie bekommen haben, aber ich bin froh, sie hier alle so versammelt gefunden zu haben. Ja, so schwer wird das ja wohl kaum gewesen sein. Sind ja da ständig durchgerannt. Würden Sie sich bitte nicht auch noch mit dem Postler anlegen? Oder sind Sie auf den auch eifersüchtig? Also, sowas. Herr Spielvogel! Ich glaube, das ist gerade recht ungünstig. Herr Spielvogel! Ich weiß genau, dass Sie da sind. Schieben Sie es einfach durch den Schlitz, Herr Fuchs. Ist das Knie wieder drin? Sie wissen genau, dass ich das nicht mache. Er hat auch seine Wachenmomente. Bitte kommen Sie doch herunter. Ist für mich auch was dabei? Sehr richtig, aber erstmal hier für das Sie. Das nehme ich. Herr Spielvogel. Und das hier. So, nun zu Ihnen. Frau Rieder? Was da wohl drin ist? Soll ich es Ihnen öffnen? Ja, bitte. Soll ich noch mal runter zum Bäcker, Ihnen noch einen Kaffee dazu holen? Ich bin zwar schon aufgestanden, aber ein Kaffee geht immer. Ohne Milch, ohne Kaffee, ohne Zucker. Wissen Sie, meine Hände sind heute schon wieder so taub. Hätten Sie vielleicht einen Brieföffner für mich? Ich schaue mal. In was für spannenden Zeiten wir leben. So. Das ist der Kaffee. Hassen gab es leider keine mehr. Also Brieföffner habe ich keinen, aber das muss es auch tun. Das macht doch nichts. Danke. Sie haben recht. Nun wollen wir mal sehen, was Sie alles bekommen haben. Werbung. Oh, Sie haben gewonnen. Ah. Werbung. Haben Sie gedient? Nein. Gut. Ja, so eines. Dann können Sie das getrost ignorieren. Werbung. Oh, eine Rechnung. Und eine Briefbombe. Die nehme ich wieder mit. Bitte. Für wen war denn die? Das möchte ich hier gerade nicht erläutern. Aber eine Briefbombe. Wissen Sie, Briefbombe, das ist wirklich kein schönes Wort. Nein. Ich sehe, dass Sie auf der Treppe schon in genug Schwierigkeiten sind. Da müssen Sie nicht auch noch mit explodierenden Briefen herumschlagen müssen. Das ist sehr umsichtig von Ihnen. Sind Sie Motorradfahrer? Nein. Naja, macht nichts. Ich werde schon von Ihrem Zynismus angesteckt. Dankeschön. Danke für den Kaffee. Adieu. Ich möchte in einer Zelle sein, denn es wäre besser als hier. Als hier wäre es besser woanders. Es wäre es woanders besser. Alles hier, hier ist alles. Wollen wir ihm nicht vielleicht die Kniescheibe wieder einrenken? Ja. Fast hätte ich es vergessen. Naja. Streng genommen, habe ich es vergessen. Hier, die ist für Sie. Und? Von wem ist sie?
ist von dir. Na, Herr Gruber, haben Sie gefunden, wonach Sie suchen? Es war doch nur Werbung, oder? Bitte sagen Sie mir, es ist nur Werbung. Was ist denn jetzt passiert? Also, weiter geht's noch nicht. Ja, wo ist Herr Gruber? Soll ich nochmal runter zum Bäcker, den Herrn Klofer? Nein, der ist hier nach oben gegangen. Also du darfst doch nicht den Vortritt lassen, der Rüppel. Es spielt die See an, es spielt den König an. Sein fetter Körper rollt mit der Welle auf den Strand. Er soll gerichtet werden, er soll eingerenkt werden. Ein Scheinwerfer richtet sich auf ihn. Wie ein leeres Auge starrte ihn an, als ob jegliche Hoffnung, jeder Schimmer verloren gegangen wäre. Staubig ist das Land, welches mich gebar. Staubig sind die Senken, in die ich steige und in denen ich mich verstecke. Okay, es reicht. Geboren wurde es aus den Wolken des Herrn und hinauf kriegst du an die Wellen dieses Strandes. Du kannst dich nicht verstecken. Ein bisschen sehr nah. Wo waren Sie denn? Ich kann doch kein Französisch. Was ist denn passiert? Ich hatte doch keine Ahnung. Sie sind verloren. Recht sitzen. Manfred, tu da doch schon. Außerdem, siehst du nicht, dass er leidet? Nein. Wir sind in Paris. Oder? Der Nummer 2 hat er recht. Okay. Nächste. Soll ich noch mal runter zum Bäcker ein Wasser holen? Wasser gibt es dort genug. Aber laufen Sie nur! Speichling! Ein Neppe! Jetzt! Das gibt's ja nicht. Was machen wir denn jetzt? Noch so einen Tag halte ich das nicht auf. Jetzt! Da! Halten das! Dankeschön! Halten Sie das! Margarete? Das Obst ist knackig und frisch. Ist das alles, was Sie zu meiner Zeitung zu sagen haben? Nein. No. Es hat's beide erwischt. Ja, was ist denn hier los? Es hat beide erwischt. Ist denn das möglich? Ja, ganz anscheinend schon. Hier Wasser. Danke, es geht schon wieder. Der Herr Gruber ist also wieder ganz der Alte. Ja, wäre auch verwunderlich gewesen, wenn so einer sind. Wie sagen Sie das nicht immer? Sie! Aber Sie will nicht zu lange. Ich denke, dass das im Moment äußerst irrelevant ist. Herr Gruber. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber sind wir wirklich in Paris? Das ist ja die erste wirklich konkrete Frage in diesen Tagen.
Ja, und? Aber das beantwortet immer noch nicht Ihre Frage. Und Sie, Herr Martinelli? Sie haben sich dazu noch überhaupt nicht geäußert. Sie sind nur rauf und runter. Und wo ist der Techniker? Weil es mir auch egal ist. Das ist interessant. Sehr interessant. Ich könnte mich jetzt nackig machen. Aber ich muss nun mal hinuntergehen. Der ist doch auch noch rauf und runter, weil das mehr ist. Ich denke, dass das momentan äußerst irrelevant ist. Ich bin ein Spazierstock. Zyklusea, Aqua enim est non notis. Ach Gott. Ich gebe auf. Kann jetzt bitte jemand schauen, dass es weitergeht? Ja, soll ich nochmal runter zum Bäcker, den Techniker? Jetzt hören Sie doch auf damit, das ist doch keine Hilfe. Entschuldigung. Kann man sich vielleicht bitte noch anschreien lassen? Sie sind wirklich ein dummes Arschloch. Sie Neppe. Sie Spaghettifresser. Was Sie tränzen hier! Ich kann Wasser zurückliegen, ja? Ich werde Ihnen Wasser gebracht. Bitte. Und habe ich's braucht! So, das reicht. Jetzt gehen Sie bitte eine Stufe nach oben. Bitte? Danke. Aua! Eine Quelle! So, die Beutel sind lang! Der Garten ist zu, brecht die Blasen aus ihr Rasen zu. Ich bin der Beton. Was machen wir denn jetzt mit den drei? Ich weiß auch nicht. Ein bisschen unheimlich ist schon, aber es bleibt endlich ein bisschen mehr Zeit für uns. Daran ist doch gar nicht zu denken. All diese leeren Phrasen, gefolgt von Verteidigungen, Verallgemeinerungen, Vorverurteilungen. Das hört sich so moralisch an. Moralisches Theater wird Sie hier aber nicht erwarten. Motorradfahrer, Zeitungsleser, Pensionslyriker, Hausdrache, bin ich denn der Einzige hier, der das als Rolltreppe anerkennt? Gerollt hat sie ja schon länger nicht mehr. Rolltreppen sind es. So, dann wollen wir uns einmal um den Herrn Gruber kümmern. Ah, ich bin der Beton. Das freut mich, dass Sie das endlich eingesehen haben. Ich habe den Herrn Spielvogel schon seine Frau getroffen. Und der hat sein Knie mit keinem einzigen Wort ersehen. Jetzt ist das ein Oberspiel doch wirklich der Weihnacht, oder? Findet das hier denn sonst keiner komisch? Was ist denn nur los mit Ihnen? Ich glaube, ich verstehe das jetzt. Das sehe ich genauso. Also, dann wissen Sie ja Bescheid. Ja? Herr und Frau Spielvogel, wollen Sie sich auch wieder unter die lebenden Gesellen? Bitte?
geht immer noch nicht weiter. So eine sind Sie. Das ist doch nicht, was Sie verstanden haben sollen, oder? Na, das werden Sie schon noch sehen. Herr Gruber? Ja? Um mal endlich konkret zu werden. Sie waren bei der Bahn. Mein Knie! Sagen Sie es nicht! Was ist denn das eigentlich mit Ihnen und dem Herrn Nummer 2? Was treiben Sie zwei dafür ein komisches Spiel? Hä? So, Margarete. Hm? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Ja, ich denke, Sie haben eine blöde Fantasie, Herr Mottatelli. Ja, ich denke, die Fantasie, sie blüht mit Ihnen durch. Es ist nichts, nicht das Geringste. Nichts, was Sie sich vorstellen könnten. Der Horizont geht ja auch kaum über das Visier Ihres Helmes hinaus. Wieso denn Helm? Was soll das überhaupt bedeuten? Marina. Tut mir leid. Du hast es nicht gesehen. Was soll denn das jetzt? Das wahre Opfer bin ja wohl ich hier. Ihre Bahn, mein Knie. Manfred, beruhigt dich. Meine Frau. Ich habe mit der Frau überhaupt nichts am Hut.